Herzlich willkommen zu Folge 29 von der Banner Saga. Ich bin sein Simon. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir haben Rufe gehört in der Ferne. Ich weiß nicht von wem, ich weiß nicht, ob das Unterstützung ist oder ob das Hilfeersuchen sind. Wir gehen in die Richtung. Ich hoffe, dass es kein Kampf wird. Tut mir leid, Alva, sagst du. Gehst in die Richtung der Rufe. Seine Irritation ist mit Händen zu greifen. Du findest eine Handvoll Personen um einen Traum, Trümmerhaufen und ein toter Wüder versammelt. Darunter ist ein Mann, sagt man dir, sie haben die mächtigen Brocken nicht wegräumen können. Alle Augen richten sich auf den Wal. Wenn ich Ivor nicht so gut kennen würde, fände ich ihn gerade ziemlich furchteinflößend. Es sieht aus, als würde er gleich die Fassung verlieren. Dennoch bückt er sich, fängt an, die eingeschützte Mauer mit den Schultern wegzuschieben. Während er vor Anstrengung schauf, hörst du einen Schrei hinter dir und siehst, wie sich Wüter nähern. Das ist natürlich sehr schlecht. Okay, Ivor fällt jetzt auch noch aus im Kampf. Oh no. Das ist natürlich tatsächlich sehr schlecht. Wir können Rook und Alet verbessern. Ich habe sie nicht verbessert. Dann auf jeden Fall das. Und mehr Stärke. Auf 15, das haben wir nicht. Hoffentlich sind das nicht viele. Aber ich fürchte Schlimmes. Och nö. Och nö. Okay, er hat nicht so viel Leben wie bei der anderen Gruppe. Okay. Okay, mit Giel werden wir hier rüber müssen. So. Drei Nahkämpfer und drei Fernkämpfer auf beiden Seiten. Oh, ich bin gerade am Überlegen. Aber ich kann hier rankommen und angreifen. Ich mache die Steinmauer. Ich brauche hier die drei Attacken auf ihn direkt drauf. Er geht natürlich direkt auf jemand anderes. Warum? Er hat vier Schaden, vier Stärkepunkte mehr. Und er kloppt ihn halt komplett. Ach, er war schon angeschlagen, ne? Oh. Okay, mach nicht so schnell wie möglich die Attacke. Weil lang wird er nicht leben bei den Fernkampfeinheiten.
Dafür hat er nochmal sehr gut Impact gehabt. Das wird er wahrscheinlich sein. Wo ist der Sprengsatz hin hier? Und tschüss. Läuft halt auch einfach über das komplette Feld. Ich weiß nicht wirklich, was ich tun soll. Moment, er ist auch eine Fernkampfeinheit. Ich gehe hier rüber. Weil ich glaube, denen vollkommen egal ist, den Fernkampfeinheiten. Ja. Nehmen wir 4 Rüstungspunkte weg. Bewegen uns hier rüber. Warte, hier hin. Wir bewegen uns hier hin. Sind die ganzen Sprengsätze. Okay, den eigenen nimmt es keinen Schaden, macht es keinen Schaden scheinbar. Also seinen Verbündeten meine ich jetzt. Ich mit Rook in die Offensive. Er soll eigentlich kaum mehr Schaden anrichten können. Ist das hier eigentlich die Reichweite, in der dann die Leute drauf den gehen? Glaube ich, mach lieber so 5 Rüstungsschaden. Bewirken wir, glaube ich, mehr so. Geht da schon mal nicht mehr viel Schadenpotenzial von aus. Ihn können wir rausnehmen. Ach nein, ich bin stehen geblieben. Nein. Das war nicht so gut. Wegen den Bomben. Das war richtig mies. Es war richtig mies. Ah.
Okay. Ich glaube, wir nehmen ihn raus mit Alette. Wie Alette mittlerweile eigentlich unsere stärkste Schützin ist. Also ohne Alette möchte ich eigentlich keinen Schlacht mehr ziehen. Richtig entscheidend, wie Ivor auch. Okay, er schafft aber auch irgendwie nur noch auf Rüstungspunkte zu gehen, deswegen möchte ich ihn eigentlich gar nicht großartig angehen. Ich verhindere lieber, dass er nochmal Bomben werfen kann. Okay, kann er trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. So war das nicht geplant. Ach nee, ich hätte... Ich hätte mir doch Willenskraft holen können von da oben, Mann. Das war gar nicht mal so schlau. Okay, wir nehmen ihn raus. Jetzt müssen wir dem hinterher rennen, im Fernkampf wieder. Ich werde es mit ihm überleben. Wenn er auch nicht gehen sollte. Auch mit Alette werden wir es überleben. Ich möchte ihn nicht verlieren. Ich hoffe, das reicht dafür. Sechs Schaden. Hoffentlich rennt er in die richtige Richtung. Ja. Das war's für dich. Wir haben bei Alette. Wir haben bei Alette halt nicht mal unsere Windskraft wirklich gebraucht. Morgan ist verletzt. Ort weiterhin verletzt. Also die drei, die angeschlagen waren, sind auch weiterhin angeschlagen. Nochmal einen neuen Anziehen dazu bekommen. Na, hoffentlich hat sich das gelohnt. Schließlich gelingt es den Flüchtlingen, die Leiche aus den Trümmern zu ziehen. Ivor lässt den schweren Mauer kurz zu Boden krachen. Der Mann ist schon lange tot. Sie sehen ihn ernst an für eure Mühen. Sagt eine alte Frau und drückt dir ein seltsames Goldmedaillon in der Hand. Ivor ist komplett am Limit. Ivor macht kehrt und stapft auf das Gasthaus zu. Will sonst noch jemand, dass wir ein paar Brüder töten? Bellt er dabei. Er wartet nur auf nicht auf dich. Die Flüchtlinge folgen dir, als du dich auf den Rückweg machst. Dachte, wir wären noch viel mehr.
Du hast das Gasthaus in Augenschein genommen und bist betroffen, wie viele Clanmitglieder verwundet sind oder fehlen. Aber es können nur noch weniger werden. Wir können nicht für immer die Wüter abwehren und hoffen, dass sie verschwinden. Ja, wir können aber auch nicht weg, weil wir keine Vorräte haben. Ein Ort sagt, wir kommen in diese von den Göttern verlassene Stadt nicht rein. Ich weiß es. Ivar, die Brüder sind alle nach Süden gezogen. Also ist das auch keine Option. Wirmsee ist das einzig sinnvolle Ziel. Durch die Einöde werden sie uns nicht folgen können. Ein Ort sagt, wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gibt, warum bestehst du auf Wirmsee? Und ich kenne dort jemanden, der uns helfen kann, wenn wir Glück haben. Na schön, rufen wir alle zusammen. Wir werden es versuchen. Wir haben Proviant für 6 Tage. Wir haben Markt. Okay, wir müssen Proviant kaufen. Zwei, zwei, vier, vier. Okay. Vielleicht dann vielleicht sogar einen von den beiden eher rausnehmen würde. Und Ort mit dabei. Weiß es nicht, aber das können wir ja vom Kampf dann noch machen. Wir haben hier einen Ausrüstungsgegenstand, den wir noch mit niemandem nutzen können. Ein goldenes Medaillon ausländisches Ursprungs, vielleicht aus fernen Ländern hergebracht. Ein Willenspunkt pro Runde und ein Rüstungspunkt pro Runde. Boah, ist das heftig. Das möchte ich auf jeden Fall auf einmal haben. Richtig mächtig. Und wir können ihn auch leveln. Wenn wir alles an Ansehen dafür ausgeben würden. Aber ich fürchte, das dürfen wir eigentlich nicht tun. Weil ich muss eigentlich... Wie weit sind wir weg? Bis hier vorne. Ja, also wahrscheinlich hier einmal den Weg entlang. Ja, das sind 6 Tage, sind zu wenig. 6 Tage sind zu wenig. Das wird uns nicht genügen. Wir bekommen nur eins. Moment, minus aggressiv machen die. Ich habe mir mal aggressiv gelesen, aber das heißt quasi, die Gegner kommen eher nicht zu uns. Hey, ein Vorrat für einen Ansehenspunkt ist halt echt, ist eigentlich nicht wert. Also wir bekommen, wenn wir alles ausgeben, halten wir 3 Tage länger durch. Das ist alles ziemlich unbefriedigend, um ehrlich zu sein. Also das wäre sicherlich sinnvoll. 2 Willen pro Tötung. Halt für die gelegentlich von älteren Kriegern getragen wird, um den Gegner damit vorübergehend zu blenden. Ist auch Stufe 5, da haben wir noch gar niemanden, der das mitnehmen könnte. Haben wir da 20%ige Chance bei einem Stärkeangriff, also beim Angriff auf unsere Stärkepunkte, oder wie verstehe ich das richtig? Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich mich da entscheiden soll gerade, ne?
Weil ich glaube halt nicht, dass wir 7 Tage reichen werden. Aber ich empfinde es eigentlich irgendwie als Verschwendung, ein Ansehenspunkt für einen Vorrat herzugeben, bin ich auch irgendwie ganz ehrlich. Da bin ich auch irgendwie ganz ehrlich. Ich glaube, wir beenden die Folge an der Stelle und ich mache mir darüber nochmal Gedanken, wie wir da am besten vorgehen. Es war eine sehr gemischte Aufnahmesession tatsächlich. Ist alles nicht so prickelnd gerade. In der anderen Gruppe ist Rufheim quasi steht in Flammen. Wir haben super viele Leute verloren. Und der Magier scheint nicht wirklich uns eine große Hilfe zu sein bisher. Na, das kann sich ja noch ändern, was ich hoffe. Und bei Rook hier. Ich glaube zwar immer noch, dass es richtig war. Wir hätten das super viele Leute, glaube ich, verloren, wenn wir die Festung angegriffen hätten. Und ich weiß nicht, ob wir hinter der Festung so sicher wären. Aber wir haben unser großes Problem sind die Vorräte bei der Gruppe hier. Ja. Ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.